Hi guys, and welcome back to Lingoni. My name is Jenny, and today we're going to talk about sleeping in German. Los geht's! One of the most essential words you need to know is das Bett, the bed. Das Bett. Ich bin im Bett. I'm in bed. Ich bin im Bett. In German we say in the bed. You can't just say in bed, that doesn't work. Im Bett. In dem Bett becomes im Bett. Bist du schon im Bett? Er ist schon im Bett. Susi ist schon im Bett. Ist Sarah schon im Bett? Sind Noah und Nelio schon im Bett? Ich habe ein neues Bett. Es ist super bequem. I have a new bed. It's super comfy. Ich habe ein neues Bett. Es ist super bequem. Ich liebe mein neues Bett. Ich könnte den ganzen Tag darin liegen. Darin means in it. I could lie in it all day. Ich könnte den ganzen Tag darin liegen. Let's conjugate the verb schlafen. Ich schlafe. Du schläfst. Er, sie, es schläft. Wir schlafen. Ihr schlaft. Sie schlafen. Sie schlafen. Schläfst du? Schläft sie? Schläft er? Ich schlafe. Ich kann nicht schlafen. Oder ich kann nicht einschlafen. Momentan kann ich nicht gut einschlafen. So einschlafen means to fall asleep. Ich habe Probleme einzuschlafen. Oder ich habe Schlafstörungen. Hast du gut geschlafen? Did you sleep well? Hast du gut geschlafen? Ich habe letzte Nacht nicht so gut geschlafen. Ich bin total müde. I didn't sleep well last night. I'm super tired. Ich habe letzte Nacht nicht so gut geschlafen. Ich bin total müde. Aufstehen versus aufwachen. What's the difference? Aufwachen is waking up, so you open your eyes. And aufstehen is to get up out of bed. Ich bin heute um 5 Uhr aufgewacht, aber ich bin noch eine halbe Stunde liegen geblieben. So I woke up at 5 a.m., but I stayed in bed for another half hour. Ich bin heute um 5 Uhr aufgewacht, aber ich bin noch eine halbe Stunde liegen geblieben. Ich muss jeden Tag um 6:30 aufstehen. Wann musst du aufstehen? Wann müsst ihr aufstehen? Erzählt es mir in den Kommentaren. Wann bist du heute aufgestanden? When did you get up today? Wann bist du heute aufgestanden? Ich bin heute mitten in der Nacht aufgewacht. Die Nachbarn waren total laut. I woke up in the middle of the night today. The neighbors were super loud. Ich bin heute mitten in der Nacht aufgewacht. Die Nachbarn waren total laut. Oder man kann auch sagen, die Nachbarn waren nämlich total laut. So nämlich is a way of saying because. I woke up because the neighbors were loud. Sich hinlegen, to go take a nap or to go lie down. Ich muss mich eine halbe Stunde hinlegen. Ich bin hundemüde. I have to go lie down for half an hour. I'm super tired. Ich muss mich eine halbe Stunde hinlegen. Ich bin super müde. Einen Mittagsschlaf machen, to take a nap or a noon sleep. Hast du heute einen Mittagsschlaf gemacht? Did you take a nap today? Hast du einen Mittagsschlaf gemacht? Oder anders gesagt, hast du ein Nickerchen gemacht? Hast du ein Nickerchen gemacht? Verschlafen, to oversleep. So ein Mist, ich habe verschlafen. Jetzt verpasse ich die Besprechung. Shoot, I overslept. Now I'm gonna miss the meeting. So ein Mist. Ich habe verschlafen. Jetzt verpasse ich die Besprechung. Den Wecker stellen. To set the alarm clock. Ich muss mir gleich den Wecker stellen, damit ich morgen nicht verschlafe. I have to set the alarm clock later today, so that I don't oversleep tomorrow. Ich muss mir heute den Wecker stellen, damit ich morgen nicht verschlafe. In the past tense, ich habe mir den Wecker gestellt. I set my alarm clock. Ich habe mir den Wecker gestellt. Ins Bett gehen, to go to bed. Ich gehe jeden Tag um 9:30 ins Bett. Every day I go to bed at 9:30. Ich gehe jeden Tag um 9:30 ins Bett. Wann gehst du immer ins Bett? When do you always go to bed? Wann gehst du immer ins Bett? Gestern bin ich zu spät ins Bett gegangen. Ich bin total kaputt. Yesterday I went to bed too late. I'm super tired. Gestern bin ich zu spät ins Bett gegangen. Ich bin total kaputt.
So, jetzt kennt ihr ganz viele Vokabeln rund um das Thema Schlafen. Ich hoffe, ihr habt heute etwas dazu gelernt. Denkt dran, bei lingoni.com vorbeizuschauen. Ihr findet bei uns ganz viele PDF-Arbeitsblätter, tausende von interaktiven Übungen, viele Podcasts für euer Hörverstehen und ein Aussprachetool. Schaut mal vorbei. Bis bald. Tschüss.